Servus, liebe Leidl. Jetzt bin ich schon wieder dem Bayerischen verfallen. Ja, das soll es ja auch nicht sein. Zu einer weiteren Folge. Alles im Auftrag des Königs, diesmal aufpassen, nicht wahr? Weil ich, hoffentlich ja in eins durch aufnehme, ohne irgendwelche Verzögerungen wie in der letzten Folge. Gut, dann gucken wir uns mal die Pfanne an. Die werden wir mal greifen. So, da liegt noch Kokosfleisch rum und ihr seht, da ist kein normales Fleisch drin, sondern Kokosfleisch, nicht wahr? So, und ich kann, während ich brate, kann ich aufnehmen, das wusste ich jetzt auch nicht. Dann gucken wir mal, wie viel Kokosfleisch wir denn haben. Ist das denn jetzt unter Lebensmittel? Nicht unter Waffen, sondern unter Nahrung. So, 89, das wollte ich nämlich noch testen, ob das denn wirklich funktioniert mit der Pfanne. So, noch einmal Pfanne, bitte. Hallo. Yep. So, bisschen braten. Also wie ein Fettklops. Und nochmal gucken. Ja. Dann heißt es plötzlich 88. Warum ist das so? Lieber Alain Dufont, bitte. Bitte. Hier wird zurückgezählt. Was ist denn das? Ah, Moment. Stopp, meine falsche Logik. Da wird bestimmt gebratene Kokosflussfleiße sein. Wo ist denn jetzt gebratene Kokosflussfleiße? Ist doch logisch. Ich suche meinem Off. Nee, doch nicht. Also weder unter Lebensmittel noch unter Verschiedenes finde ich gebratenes Kokosnussfleisch. Also, dann war es nur eine reine Animation mit der Folge, dass ich dann Kokosnussfleisch abgezogen bekomme, welches dann eigentlich nur drei Lebensenergie bringt. So, irgendwo war eine Kokosnuss da. Wo ist die Kokosnuss? Wer hat die Kokosnuss? Hey, hat er wieder hier hängen. Geklaut. Ja, darüber gehe ich noch nicht. Das sieht lustig aus. Ich werde mal hier noch mal ein paar Kokosnüsse aufnehmen und dann überlegen, ob ich nicht darüber schwimme. Und zwar erstmal zu diesem kleinen Torbogen dort. Auch um zu gucken, ob es da nicht irgendwie noch was Verborgenes gibt, weil da unten so viel Zeug da, also so ein paar Schiffchen, so und so ein paar kleine Schiffchen da, so Wracks da unten auf dem Grund liegen. Aber das spulen wir mal vor. Hey, da wären wir. Okay. Ich kann euch nicht sagen, ob hier unten was ist. Na, vorwärts. Hier bleibe ich hängen. Gut, okay, hier wird nichts sein. Aua. Okay. Nee. Also, Flavorschiffchen kaputt. Okay, jetzt sind wir dort. Haben wir hier überhaupt die Möglichkeit anzulanden? Gucken wir erst nochmal. Ich glaube, dass da nichts ist. Und dieser Bogen. Da kommt man nicht hin. Beziehungsweise nur von der anderen Seite. Ja. Weiß ja nicht, vielleicht gibt es ja hier noch was. Bin ja immer so einer, der alles genau untersuchen will, so fern wie möglich. Also so weit wie möglich. Ach ja, hier ist wieder ein Vorsprung. Machen wir wieder einen auf Jacques Cousteau. Also ich finde auch, dass das jetzt ein bisschen klarer unter Wasser ist. Also nicht so verblurrt wie in den anderen Renderversionen zuerst. Ja, habe ich hier irgendwen? Ne, da dürfte nichts liegen. Also ich glaube nicht. Hier gibt es auch keine Höhle in dem Bogen. Nope. Oder? Hier ist ein Stein. Jep. Okay. Einmal rum fast. Okay. Dann geht's wieder hier hoch. Ja.
Dann war das, das, das. Jetzt gehe ich mal hier rum. Schau mal, was es hier gibt. So, da hat sich gerade eben einer hingespawnt. Da werden wir mal einen großen Bogen von machen. Da ist noch einer. Also scheint da wohl eine Wache zu stehen. Mal gucken. Vielleicht finden wir eine Ecke, wo wir irgendwie anlanden können. Das sieht eigentlich hier ganz gut aus. Es sei denn, es ist zu... Wieso gucken die mich nach? Die sehen mich oder was? Sehen die mich? Nein. Gibt's nicht. Okay. Also es würde es da eine Höhle geben. Nee, das sind Steine. Okay. Gut. Hier sind wir drauf. Klasse. Okay, speichere ich mal nach. So. Uiuiuiuiui. Also hier liegen schon irgendwie Fleischbrocken oder sowas rum. Oder was, was sind denn das? Todeköpfe. Totenköpfe, ein Kreuz und eine Truhe. Ja, dann gucken wir mal. Okay, rein. Okay, was haben wir drin? Ring der Geisteskraft. Golden Halskette und Mendozas Hinweis, Nummer Römisch 2. Mendozas Hinweis. So, und da gibt's ein Kreuz. Aber ich kann's... Nein! So, das ist zwar ein Kreuz, aber irgendwie... Gucken wir erstmal Mendozas Hinweis. Da ist Mendozas Hinweis, Nummer 2. Nummer 2, L. Laughing, lying, loudless. Also wird das ein L werden? Also ein Wort, denke ich mal. Abgespeichert habe ich jetzt. Und jetzt versuche ich mal das Kreuz von der anderen Seite. Ohne den nahe zu treten. Das ist zu weit entfernt. Auch nicht. Nee, er hat wahrscheinlich die ganze Zeit die Truhe im Visier. Was es mit diesem Kreuz auf sich hat, keine Ahnung. Gucken wir mal, wen wir denn hier haben. Meuterer. Okay. Sind die denn aggressiv mir gegenüber? Gucken wir mal. Jetzt bist du dran. Du wärst besser nicht hierher gekommen. Ja? Okay. Oh, 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 und dann? Macht ihr nix? Hallo. Und du? Hä? Kann ich die anquatschen? Nö, kann ich nicht anquatschen. Warum kann ich die nicht anquatschen? Sehr komisch. Abgespeichert habe ich ja. Vielleicht mache ich mal einen Neustart. Ich glaube nicht, dass das so sein soll. Glaube ich irgendwie nicht. So, nochmal neu gestartet, nochmal neu eingeladen und Du wärst besser nicht hierher gekommen. Nee, die machen nichts. Was seid denn ihr für Luschen? Na gut, okay. Von mir aus. Ist das so gewollt, Alain? Ich glaube nicht, ne? Okay. Ja, ansonsten gibt es ja hier nichts. Die haben ja keine Waffen gezogen. Sehr komisch. So, dann gucken wir noch uns ein bisschen weiter rum. Vielleicht liegt hier noch irgendwas am Ufer. Ja, siehst du? Mupfeln. Oh, da sind noch welche. Speichern. Weil drüben die auf dem Schiff, die waren alle aggressiv. Moment, was ist denn da? Panzerhaut-Mole-Rat. Du bist der Panzerhaut-Mole-Rat. Kuckuck, seid ihr auch dull? Ja, ihr seid auch dull. Sehr komisch. Oder...
Es kann sein, dass es doch beabsichtigt ist. Gucken, kann ich hier auf Schiff drauf? Ja, aber es gibt nichts. Dass sie irgendwie noch, ja, mir noch nicht böse gesonnen sind, weil, ja, okay, ich habe jetzt zwei geopfert. Also, versteht ihr, was ich meine? Ich wollte einfach nur wissen, vielleicht schließen sie sich mir im Nachhinein noch an, weil ich irgendwas Wichtiges... Ein Mist wie WG? Oh, scheiße, Panzerhaut, Mole Red wahrscheinlich. Er hat mir meine Experience genommen, so was beklopptet jetzt aber auch. Und die Zeit ist leider schon wieder rum. Ja, okay, dann werde ich mich erstmal hier ein bisschen in sicherer Distanz abspeichern. Gut. Die lasse ich erstmal außen vor. Ich guck mal, ob ich auf der Insel hier irgendwie hochkomme. Ja, ich komme hoch. Jetzt bist du dran. Ja, sie sagen zwar, jetzt bist du dran, aber... Und ansprechen kann ich sie auch nicht. Weiß der Geier warum. Hier liegt noch ein Fisch rum. Was war denn hier noch? Ja, wieso habe ich die beim letzten Mal übersehen? Weiß ich nicht, keine Ahnung. Wahrscheinlich Schattenwurf. Gut. Okay, dann gucken wir mal. Hier gibt es irgendwelche lustigen Panzermole-Rats. Speichere ich nochmal ab. Und ich höre sie schon. Aber, gut. Na dann. Ja, da sind es schon. Panzerhaut. Mal gucken, wie widerspenstig die sind. Gar nicht. Muss ich mit denen reden, oder was? Irgendwas ist doch hier falsch. Widerspenstig sind die hier nicht. Was ist denn das für eine komische Insel? Insel der Freunde, oder was? Oder Insel der... hä? Der Drogen, der leeren Worte. Es ist nichts zu tun hier. Okay. Verstehe ich nicht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das muss. Muss das? Ja, ob ich jetzt die Molarets kaputt mache, ist wohl vonnöten. Allein schon wegen der Experience. Mist. Kein Widerstand. Ach, hier liegt noch ein bisschen was an. Kokosfleisch. Kokosnüssen, meine ich. Komm ich da so ran? Ohne zu... Ah! Okay, ich komme daran, aber auch nicht an allen. Und da ist ein Grab. Gucken. Nee. Moment. Was machen wir denn da? Nein, das wollte ich verhindern. Genau das wollte ich verhindern. Okay, dann würde ich mal sagen, versuchen wir es hier. Genau, richtig. So, jetzt aber. Ja, sorry für die Anfangsschwierigkeiten. Hier gibt es... Ja, hier kann man was picken. Ah, ich glaube, ich habe etwas gefunden. Ja, ein Schädel, ein Knochen, noch ein Knochen und ein bisschen Gold. Mendozas Hinweise Nummer 10. Wie viele Hinweise kommen denn noch? So, gibt's denn was Neues im Logbuch? Nee. Sehr ulkig. Nur die Himmelsscheibe und der erfüllte Mission. Gescheiterte Mission, nichts, allgemeine Infos, magisches Wissen, okay, aber gucken wir mal nach den Hinweis Nummer 10, da ist es, Hinweis 10, E, okay, das ist wahrscheinlich irgendwie sowas wie Kreuzworträtsel lösen, das Lösungswort lautet, tja, wo ist da der Fehler? Ja. Okay. Ja, dann gehen wir mal weiter hoch.
Beziehungsweise, wenn es denn weiter hoch geht. Ich höre auf jeden Fall was. Heilkraut. Da oben ist was. So, da komme ich aber nicht ran. Auch an der schmalsten Stelle nicht. So, da komme ich auch nicht rum. Da bin ich ja gewesen. Oder? Ich versuch's mal. Ach, Moment. Das ist neu. Genau, richtig. Oh, aua. Spitzen Steine tun mir hier am Fuße so weh. Ah, hier kommt man rein. Gut, mal speichern. Schauen wir mal, was hier drin ist. Wieder so Luschen gibt. Ach so, okay. Friedliche Panzerhauten. Aber nicht mit dem Bogen. So, liegt hier noch was rum? Nein. Noch so ein Panzerhautmole Red. Wo geht's hier lang? Nischt. Da ist noch was. Aha, jetzt knetert was. Entweder gibt es hier was aus Holz, eine Brücke, genau, richtig. Oh, Leute. Dafür kann ich viel Fleisch braten. So, gucken, was es hier noch im Gestrüpp gibt. Ich bin jetzt ein bisschen still, weil ich bin echt am Überlegen, warum das so ist, wie es ist. Da oben ist eine Hütte. Ja, doch, ich kann mich erinnern. Das Ding gibt es. Jetzt weiß ich es wieder. Und zwar muss ich dann hier rechts hoch. War hier schon mal auf der Urversion, also auf Prolog-Version. Genau, richtig. Dann geht's hier hoch zur Hütte. Da gab's irgendwie was in so einer Truhe oder irgendwas. Versteckedeites. So, Halbpflänzchen. Ja, machen mal nix. Da vielleicht muss das auch so nach dem Motto, vielleicht greifen die gar nicht an. Du hast alle unsere gezähmten Panzerhaut-Molerats getötet. Stirb, Bursche. Ach, scheiße. Doch alle getötet. Hätte ich doch nicht machen sollen oder wieder was. Ja, weiß man's. Ich weiß es nicht. Gut. Dann, genau. Ja, das war diese vertrackte Verschachtelung hier. Hallo? Irgendwie so ein Ruhepol hier, so nach dem Motto, oh, ganze Zeit nach der Plackerei und Kämpfen mal. Hä? Okay, jetzt. Gut. Jetzt haben wir hier wieder so einen Baum. Hahaha. Ha, ha. Hier haben wir wieder einen Punkt zum Feldknöterich. Gut für einen Trank. So. Aha, hier hackt er wenigstens. Bei diesen 5, 9 Schädeln. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ich glaube, ich habe etwas gefunden. Ja, und was hast du alles gefunden? Silberkelch? Essenz der Heilung? Mittlerer Lederbeutel? Gold? Nochmal Gold? Mendothas Hinweis Nummer 9. Vielleicht sollte ich mir dann später mal aufschreiben, was das ist. Also, der Buchstabe vor dem E. Sozusagen. Da ist ja wieder einer. Die fahren auch immer in einer Angriffsposition. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das hier beabsichtigt ist. Oh, da ist einer am Stehen. Den lassen wir erstmal stehen. Gut, speichern wir und lesen den Brief. Gut, hier ist die 11. Ist ein L. Dann die 10. Ist ein E. Okay, aber wir haben ja die 9 geholt, soweit ich das weiß. Müsste logischerweise dann hier sein.
ein Z. Z. Z? Wundert mich, dass es ja auch keinen Questeintrag gibt zu diesen ganzen Mendotha-Geschichten. So, Meuterer, Meuterer. Seid ihr denn auch friedlich, ihr Meuterer? Ich mach mal eben... Ja, ihr seid Friedrich. Gut, Friedrich, friedlich. Feuerkraut. Quatschen kann ich mit denen auch nicht. Miller. Aber hoffentlich mit dem. Auch nicht. Miller lässt sich auch nicht ansprechen. Wo ist jetzt hier die Krux, liebe Freunde? Ich hatte ja schon mal mit dem Prologen Schwierigkeiten und konnte nicht weiterspielen. Hier ist noch Gold, ne? Nee. Ah, ich glaube, ich habe etwas gefunden. Okay, Schädel. Nummer 12, Kugelblitz, Elixier der Heilung. Schön. Mhm. Ja, Miller lässt sich nicht anquaken. Irgendwas ist hier ganz schief gelaufen, denke ich mal. Es liegt aber nicht, dass ich jetzt vergessen habe aufzunehmen bei der vorletzten Folge, sondern... Hä? Weiß ich jetzt nicht. Hätte ich irgendwie mit jemandem vorher quatschen sollen, damit die hier alle aktiv werden? Das ist mir jetzt ein bisschen... Bisschen rätselhaft. Okay, an dieser Stelle breche ich mal ab. Ich werde auch da nichts looten oder die Truhe aufmachen. Weil irgendwie kommt mir das nicht ganz geheuer vor. Wie komme ich am schnellsten runter? Geht das denn hier? Abgespeichert habe ich. Okay, hier komme ich am schnellsten runter, richtig. Zack, okidoki. Und dann... Das sind nur Steine. Und dann schwimme ich mal woanders hin. Okay, ich werde jetzt hier erstmal hier auf der ganz rechten Seite hier anlanden. Und mal gucken, was wir hier vorfinden werden. Okay, ja, Klappmuffel. Klappmupfel. Ah ja, hier kommt man ja nach hinten rum. Ja, natürlich, das sind Krokodile. Richtig, so war das ja. Okay, hier sind wir angelandet. Gut. Und Schild Krötingers. Ja, okay. So, jetzt bin ich mal gespannt, ob die Krokodile aggressiv sind. Sag mal, ist das hier Galapagos Island? Wo alle Tiere friedlich sind? Ich krieg den Kohl nicht fett. Was ist denn hier los? Okay, da mache ich die auch nochmal platt. Aber ich bin jetzt so verwirrt, ich krieg die Tastenkombination jetzt auch nicht raus. Aber hier kann man hoch. Wer bist du? Krabbenjörn. Okay. Endlich ein NPC, der labert. Der Krabbenjörn. Hallo, wer bist du? Ein Schiffsbrüchiger, den es auf dieser Insel verschlagen hat. Wie ist dein Name? Man nennt mich Krabbenjörn, da ich in den Häfen des Festlands neben meinen Fischen auch Krabben verkaufe. Doch jetzt, wo die Korsaren meinen Kahn versenkt haben, muss ich sehen, wie ich an ein neues Schiff komme. Aber noch wichtiger ist es für mich natürlich, diese verdammte Insel zu verlassen. Monatelang muss ich mich von Fischen und Kokosnüssen ernähren. Davon habe ich die Nase voll, sage ich dir. Mann, bin ich froh, dass du mich gefunden hast. Ich hatte die Hoffnung schon aufgegeben. Ich hatte zwar eine Flaschenpost ins Meer geworfen, aber die wird wohl immer noch im Meer herumtreiben. Ja. So,
Der Schiffbrüchige, gucken wir mal hier. Auf einer Nachbarinsel Korsaren Schiffbrüchigen Krabbenjörn gefunden, der sich auf einem Felsen vor den Korsaren versteckt hat. Er bittet mich, ihn auf unser Schiff zu lassen. Er bittet mich auf ihn, ach so, okay, auf die Albatros und nach Myrtana mitzunehmen, okay. Das ist mal schön, da weiß man immer schon vorher, was los ist, bevor man hier diese Option kann mal. Kann ich dir helfen? Aktiviert. Klar kannst du das. Lass mich einfach auf euer Schiff und bring mich nach Myrtana oder sonst wohin. Hauptsache, ich komm endlich von hier weg, ich halte sie nicht mehr aus. Erst musste ich ständig aufpassen, dass mir die Alligatoren nicht auf die Pelle rücken. Und dann kamen die Korsaren, die hier irgendwas gesucht haben. Das ist nichts für meine schwachen Nerven. Einverstanden. Ich helfe dir. Genau. Ich kann also auf euer Schiff? Ja. Hey, ich danke dir, mein Freund. Wir sehen uns dann später auf dem Schiff. Ja, aber nicht das da hinter dir. Das nimmst du am besten nicht. Noch was Neues? Nein. Speichern. So, da haben wir also schon mal Bekanntschaft gemacht mit Krabbenjörn, der hier kurz vorm Ab... Du wolltest doch nicht hier auf schlechte Gedanken kommen. Hier geht's nämlich nicht weiter. Okidoki, das war also Krabbenjörniko. Ja, auch hier werde ich wohl hier mal ganz gemütlich... Mal die Alligatoren... Ach so, ja. Oh mein, jetzt sind sie aggro! Wieso waren die vorher nicht aggro? Ach ja, ich kann mich an einen Fehler erinnern. Oh ja, natürlich. Oh, der hat mich aber ganz schön fertig gemacht. Oh, Leute, ja. Ich glaube, ich weiß es. Ich muss mal abspeichern. Dieses Phänomen mit dem nicht aggressiv sein kannte ich auch vor zig Folgen. Vor zig Folgen in einer anderen Situation. Jetzt fällt es mir wieder wie Schuppen aus den Haaren. So, und deswegen gehe ich da hinten wieder rüber. Wegen den Meuterern da. Und dann glaube ich, damit ich die Insel schon mal weg habe, abgegrast habe. Okay, bis dann. Sopp, jetzt bin ich gespannt. Weil da gab es nämlich so ein Fehler... Wenn man nichts gemacht hat oder wenn man, sobald man einen angesprochen hat, dann hat es wieder Klack gemacht, dann waren alle anderen plötzlich automatisch auch wieder aktiv. Das will ich jetzt hier mal ausprobieren. Okay, gespeichert habe ich. Ja, endlich! So macht's Spaß! Okay, ich glaube, das ist so ein alter Gothic-Bug. Endlich! Ich wollte jetzt hier keine langweilige Folge machen. Gut, dass ich das noch im Kopf habe. Supp, ich habe ja auch eine Machete. Nee, eine Muskete. Aber das ist keine Muskete, die ich verbessern kann. Sondern ich kann erst eine andere Muskete verbessern. Was nehmen wir denn? Giftpfeilchen, okay. Ja, okay, ich habe ja eine schöne Reichweite. Jep. Gucken, was habt ihr für eine Reichweite? Habt ihr überhaupt eine Reichweite? Irgendwie nicht, ne? Oh, der geht sogar in die Knie. Oh, er trifft mich auch mit seinen komischen Geschossen. Okay. So wird ein Schuh draus. Endlich. Und ich habe mich schon echt gefragt, das ist doch wohl nicht zu Fassinger. Oh, so. Gut, dann gehen wir mal wieder hoch, ganz oben hoch zur Hütte. Den Weg kennen wir ja, nicht wahr? So, jetzt hier nochmal ums Bögelchen rum. Da ist die Hüttinger Brücke. Ne, da kommen wir ja nicht hin zu denen. Hier waren wir. Otter. Doch, hier war was. Klar, da sind sie. Ah, endlich. Okay. Die sind auch am. Genau, da hinten stehen sie. Supi. Gucken, wie ich sie denn wegfetze. Ach so, die wollen erstmal Nahkampf machen. Oh, aufpassen. Okay, ich bin zwar nicht im Rennmodus, ist mir jetzt aber auch relativ wumpe. Ich kann mich nicht... Oh, sind die gut, die Meuterers.
shit. Das war's für dich, Penner. Ja, muss sein, ne? Mal in dieser Folge. Danke für das Gold. So, da sind wir wieder noch um dieses Eck und dann würde ich mal wohl sagen, dass wir die Meuter ich mach dich fertig. Mal wegmeutern. Okay. Oh oh. Ja, nicht, dass ich wieder sterbe. Will ich nicht haben. Erstmal was trinken. So, frisch getrunken. Gucken wir mal, ob die sich. Au! Oh, da sind gleich mehrere. Aua! Der Miller hat jetzt zugehauen. Aha, das ist, glaube ich, nicht so klasse ja, gewesen. Renn so schnell, wie du kannst! Oh, shit. Weiß nicht, ob der Miller auch noch eine Aufgabe hat, wenn der nämlich schon aggressiv geworden ist. Ah, vielleicht ist meine Taktik doch nicht so gut gewesen. Okay, jetzt habe ich wieder ein bisschen was getrunken. Mensch, ich will den Miller nicht umbringen, weil NPCs mit Namen sind doch eigentlich ganz gut, oder nicht? Menno. Da, wer ist das? Das ist doch Miller, oder nicht? Ja. Mist. Okay, dann versuche ich mal zu gucken, ob er hinter sich noch Peoples hat, weil er braucht ja nur noch ein paar Schläge, dann ist er hin. Wahrscheinlich ist er dann nur bewusstlos. Aber glaube ich nicht. Nee, ist er nicht. Alte Muskete, der zweite Teil von Mendozas Tagebuch. Alte Münze und Gold. Okay, der zweite Teil von Mendozas Tagebuch. Nicht zu holen. Okay, das habe ich mal schon mal. Gibt es denn einen Eintrag? Nein, Mendozas Abdruck. Dann sollte ich vielleicht mal im Inventar gucken, wo ich das zweite Tagebuch mal lesen kann. Ja, fällt ja gleich auf hier. So, Mullerat-Insel. Ja, es ist ja die Mullerat-Insel. Auf den beiden Nachbarinseln gibt es 12 Orte, die mit einem Kreuz versehen sind. Dort ist alles vergraben. Wer klug ist, wird schnell hinter das Geheimnis kommen. Seite 2, 9 findet man neben einem Baum, 10 liegt in einem Grab, 11 in einer Truhe und nah am Strand, 12 in Pitts Hütte. Ja. 12 habe ich aber nicht. 9 habe ich, 10 habe ich, 11. Aber die 12 habe ich noch nicht. In Pitts Hütte, da müssen wir wahrscheinlich noch hin. Da war doch ein Kreuz, das konnte ich überhaupt nicht öffnen. Ah, shit. Okay, sieht aber so aus. Oh, Mann. Er trifft mich, ich nicht. Doch, jetzt treffe ich, ne? Gut, alles gut. Pitts Hütte. Könnte, Moment mal, da ist er noch ein Meuterer muss er noch sein. Da muss er noch einer sein. Wo ist er denn? Da ist noch ein Kreuz. Habe ich das denn? Nee, das habe ich noch nicht. Okay. Aha. Okay. Musketenladung. Feuerreintermesser geschärft. Ist er runtergefallen, weiß man's. Schwarzmanns, hier ist nichts zu holen. Okay, hier haben wir noch einen Degen. Und jetzt werden wir mal hier. Also das habe ich doch schon. Oh. Oder? Oh, ich bin total dumm. Siehst du, hatten wir schon. Okay, ja, sorry. Aber die Truhe hatten wir noch nicht. So war das. Genau. Gibt's ein bisschen Bolzen und Pfeile. Ja. Dann gucke ich doch noch mal weiter. Irgendein Kreuz hat er nicht genommen. Da werde ich mal gucken, ob ich die Stelle finde. Gut, ein Leberbeutel habe ich noch mal aufgemacht. Und das ist das Kreuz, was ich nicht öffnen kann. Beziehungsweise habe ich ja ausprobiert gehabt. Da komme ich nicht hin. Gucken, gucken, gucken. Das ist zu weit entfernt. Ja, da macht er nur die Dings hier auf. Hehe. Oder das war nur ein Kreuz als Signal, dass ich... Ich weiß nicht mehr. Das muss ich im Schnitt sehen. Ich glaube, aus der Truhe war der Hinweis. Obwohl, wie schon gesagt, da sind ja 4 Stück. Oh, da muss ich nochmal nachlesen. Muss ich nochmal nachgucken, Leute.
Das geht ja nicht an hier. Lass uns mal gucken hier. Mendozas Hinweis Nummer 10. Nummer 11. Nummer 12. Aha. Nummer 9. Okay, dann haben wir. Doch. Gut, das ist dann das Nummer T. Also 4 Stück auf dieser Insel. Jetzt muss ich nochmal eben kurz gucken. Das Tagebuch der Korsaren. So, ich habe bei den Motterern die Hälfte von Mendozas Tagebuch gefunden. Aus den geheimnisvollen Andeutungen werde ich aber nicht schlau. Ich vermute daher, dass dieses Buch nur geschrieben worden ist, um die goldgierige Mannschaft des Korsaren hinters Licht zu führen. Doch, ich denke, dass ich das Buch Sam geben kann, sobald ich beide Teile in meinen Händen habe. Also, ich brauche noch einen Teil. Ja, schauen wir mal. Und dieses Buch hatten wir ja gefunden. Das war sehr auffällig. Das war so rosa. Ja, rosa. Ja, nicht so ganz. Hier, da ist es. So, gucken wir mal. 9, 10, 11, 12. Okay. Damit ist die Mole-Rat-Hütte hier verhütte. Insel schon völlig abgeklappert. Nun geht's wohin? Ich werde mal hier rüber schwimmen. Das sehen wir dann mal nachher gleich. Okay, da ist so ein bisschen Feuer. Da könnten Leute sein. In der Nähe. Feuer ist immer verräterisch. Ja, da ist es schon. Da sind Leute. Feuer ist nämlich immer verräterisch. So. Okay, da okay. Gluck, gluck, weg, warte. Oh, wieder. Nein, du sollst nicht ziehen. So, hier ist ein Fisch. Wie heißen denn die People? Meuterer. Wie sollen sie auch anders heißen? Okay, ich habe bei den Schiffen noch was gesehen. Oh, das ist sehr nah. Hier, und zwar hier. Ach, Muschelchens. Hier ein Stück Klappmuschel. Hornmuschel, Hornmuschel, Klappmuschel. So, ist das nur einer? Das ist nur einer. Okay, der versucht mit der Muskete. Ah, da hinten ist noch einer, hinterm Feuer. Mit der Muskete. Aha. Okidoki. Speichere ich mal. So, und weil ich es kann. Gott. Mist, der Golem soll auf die zugehen. So. Okay, gut, hat mir auch ein bisschen was an Leben gekostet, also an Lebensenergie. Schneller Hering, sieht gefährlich aus. Was die nicht alles trinken, diese Meuterer, herrlich. Ja, beschworener Golem, weißt du was, wir werden mal hier schön mal die Nacht verbringen und ich werde mich hier von meinen lieben Freunden mal wieder verabschieden. Und bis zum nächsten Mal, jetzt haben wir endlich mal wieder so einen Fluss gefunden. Und es geht auch wieder weiter. Bis zum nächsten Mal. Ich verabschiede mich. Danke für eure Likes, die noch kommen werden, denke ich mal. Und bitte Kommentare. Das wäre auch cool. Bis dann. Tschüss.